Brüder und Schwestern, das Evangelium, das wir gehört haben, ist ein wenig kryptisch. Das Johannesevangelium ist halt ein bisschen schwierig manchmal zu verstehen, vor allem wegen der Sprache, die benutzt wird. Heute hören wir ständig von der Wahrheit und der Verherrlichung und es ist schwer damit manchmal etwas anzufangen. Doch für mich ist dieses Evangelium etwas sehr Besonderes, also das Johannesevangelium an sich und dieser Text auch. Nicht, weil ich da besonders eine besonders innige Beziehung zu diesem Abschnitt aus dem 16. Kapitel hätte, sondern weil es mich getroffen hat, als ich es gelesen habe, also vor einigen Tagen. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Das ist ein Satz, der mich an diesem Sonntag, wir feiern heute Dreifaltigkeitssonntag, also den dreifaltigen Gott, wir bekennen ihn und feiern ihn. Dieser Satz offenbart etwas von dieser Wahrheit, dass unser Gott ein lebendiger Gott ist, der sich in drei Personen offenbart, der in drei Personen ist und doch es ist ein Gott und nicht viele. Was meint Jesus damit, als er sagt, ich habe euch noch vieles zu sagen? Ich glaube, dass das eine tiefe Wahrheit ist, dass Gott einer ist, der über dein und mein Leben viel zu sagen hat. Ich weiß nicht, wie oft du das erfahren hast, dass Gott dir etwas gezeigt hat in deinem Leben. Wer du bist, wozu er dich ruft, wie er dich sieht. Wenn du das einmal erfahren hast, wirst du gut verstehen, worum es mir geht. Wenn du es nicht erfahren hast, in kurzen Worten gesagt, Gott kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Und es gibt in meinem Leben, ich vermute auch in deinem, Menschen um uns herum, die uns immer wieder sagen, wer wir sind oder wer wir nicht sind, wer wir zu sein sollen und was wir tun, also was wir lassen sollen, was wir nicht tun sollen. Und manchmal haben diese Leute auch recht. Kritik ist im Grunde genommen nichts Schlechtes. Aber nicht alles, was andere über dich sagen, ist Kritik in diesem Sinne. Wenn Menschen über dich oder mich sprechen, dann äußern sie ihre Meinungen darüber, wer du bist, wie sie dich sehen, wie sie dich erleben und so weiter. Nur das, wie ich jemanden sehe, hat auch sehr viel damit zu tun, wer ich selber bin. Wie ich im Moment verfasst bin, ich muss ehrlich sagen, mir setzt die Hitze ziemlich zu, mich macht es mürbe, ungeduldig, mit mir selber, mit anderen. Und wenn ich dann über andere urteile, dann fällt dieses Urteil nicht immer besonders gut, weil es vom Wetter beeinflusst ist. So einfach ist das. Und sehr viel, was andere über dich in deinem Leben gesagt haben, was dir vielleicht andere aus deinem Leben vor Augen geführt haben, na, so bist du und nicht anders, vielleicht was Gutes, vielleicht was Schlechtes, ist einfach falsch. Der Einzige, der es wirklich weiß, wer du bist, ist Gott. Und das erzähle ich euch, weil ich es diese Woche auch erfahren habe. In einer sehr schwierigen Situation für mich persönlich, wo ich also einfach mich selber prüfen musste, wer ich bin, was andere über mich denken, wie sie mich sehen, hat mir Gott eines gezeigt. Nicht, dass es nicht stimmt, was andere über mich sagen. Vielleicht stimmt das.
vielleicht auch nicht. Aber Gott hat mir etwas ganz Besonderes gezeigt. Er hat mir gezeigt, dass er mich liebt. So einfach ist das. Und dass ich seiner Liebe wert bin, über alles andere. Und dass seine Liebe keine Bedingungen setzt. Und ich möchte euch sagen, mich hat das gerettet. Nicht nur meinen Tag gerettet, damit ich mich besser fühle. Ich fühle mich nicht besser dadurch, muss ich ehrlich sagen. Ich ringe immer noch. Aber ich weiß, wer ich bin. Ein von Gott Geliebter. Und das kann nichts ändern. Nicht das, wie ich mich verhalte, nicht das, wie sich andere verhalten. Was hat das mit der Dreifaltigkeit zu tun? Nichts und alles. Nichts, weil, ja, was soll ich euch erzählen, was das mit dem dreifaltigen Gott zu tun hat? Und alles, was es, weil es sein Wirken ist. Und das, was zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist und dem Heiligen Geist und dem Vater passiert, das schlägt sich auf mein und dein Leben über. Und diese Liebe, die das Prinzip, das ist das Einzige, was ich von der Dreifaltigkeit ehrlich gesagt verstehe, das Prinzip dieser Dreifaltigkeit, diese drei Personen, was sie zusammenhält und was sie ausmacht, ist pure, schiere, unglaubliche Liebe. Und diese Liebe, die in Gott ist, die möchte er mir, dir und allen Menschen offenbaren. Ich kann es euch nicht besser erklären, wer für mich dieser Gott ist. Er ist wirklich mein bester Freund. Da tue ich mich einfach, Jesus anzusprechen. Er ist derjenige, der mir diese Woche ganz besonders seine Liebe gezeigt hat. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, wenn der Tag und die ganze Woche einfach hin ist, weil man sich selber in Frage stellt und dann an einem Tag kommt immer ein gutes Wort an dich heran, immer wieder, den ganzen Tag lang, ohne Unterbrechung. Das ist überwältigend. Dieser Gott ist wie ein Vater für mich. Und ich bete inständig, dass der Heilige Geist das löse, was sich erhärtet hat in meinem Leben, im Leben anderer. Dass er wärmt, was kalt geworden ist. Dass er vielleicht jetzt ein bisschen Abkühlung schenke, wo die Hitze einem zu schaffen macht. Und er tut es wirklich, unmissverständlich. Ich weiß nicht, ob ihr das auch bekommen habt, das ist nur zum Abschluss und ganz am Rande. In diesen Tagen kamen nach Wien tausende Menschen, tausende Christen aus ganz Europa. Einige Pastoren aus einer großen Freikirche in den Vereinigten Staaten haben den Ruf gehört, Jesus auf den Straßen Europas zu verkünden. Die nennen diese Initiative Awakening Europe. Und sie reisen von Stadt zu Stadt, jedes Jahr woanders. Und sie haben die Stadthalle in Wien gemietet. Ich habe mir gedacht, wird schwierig sein, die zu füllen. Ich wollte auch hin, geht aber nicht aus mehreren Gründen. Aber ich habe es mir angeschaut. Diese Halle ist voll. Weil dieser Gott, der Liebe ist und nichts anderes, dieser wird auf den Straßen verkündet. Und vielleicht sind euch in Wien so komische Leute über den Weg gelaufen. Mich hat auch einer angesprochen, einer aus Schweden. Bist du ein Mönch? Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Aber das sind Menschen, die aus dieser Liebe heraus leben und bereit sind, für diesen Gott ihr Leben zu geben,
irgendwie in ein fernes Land zu reisen. Ich habe diesen Schweden kennengelernt, aber es gibt aus mehreren Ländern der ganzen Welt Menschen, die gekommen sind, um auf den Straßen ein Zeugnis von Jesus zu geben. Diese sind bereit. Warum? Ja, weil sie jung sind, meistens. Aber die Jugend garantiert auch nichts. Und das ist auch nicht nur für Jugend vorbehalten, dass man Gott so erlebt und ihn auch verkündet. Was garantiert, dass man fähig ist, über diesen Gott zu sprechen? Dass man seine Liebe erfährt. Und wenn du seine Liebe noch nicht erfahren hast, dann bitte darum. In diesem Gottesdienst, darüber hinaus, nach der Messe haben wir hier eine Anbetung. Vielleicht möchtest du dort dein Leben ihm übergeben, so zerbrochen vielleicht es mal scheint oder so wunderbar es ist. Gib dein Leben Jesus hin und du wirst sehen, Wunder werden geschehen.